Moin moin meine lieben YouTuber und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Ohm bei HP 100 an. Kommen wir zuerst zum Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten sind zwei HP Ohm Sticker, die Produktinformation, eine Garantiekarte und anschließend das Omen 100 Mauspad. Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Das Mauspad wiegt 220 Gramm und hat eine Dicke von rund 4 mm. Die Maße betragen 315 x 300 x 4 mm. Das Mauspad ist mit einer Stoffoberfläche ausgestattet, die speziell für optische Sensoren angepasst ist. Die Unterseite des Mauspads besteht aus einer rutschhemmenden Unterseite aus Gummi, weswegen Rutschen des Mauspads ausgeschlossen werden kann. In der Praxis funktioniert dies außerordentlich gut. Kommen wir mal zur Verarbeitung. Die Verarbeitung ist außerordentlich gut, Fäden oder Lösungen vom Stoff konnte ich nicht feststellen. Auch das Design gefällt mir gut. Im obigen rechten Teil des Mauspads finden wir dann noch das Ohm-Logo, welches schlicht und gut positioniert ist. Ich finde, das hat irgendwie was. Das Mauspad ist etwas dicker als andere, mich persönlich hat das aber jetzt nicht gestört. Kommen wir zu den positiven Punkten. Als erstes hätten wir da den Preis, denn das Mauspad kostet gerade einmal 12 Euro und das für diese Größe und Qualität. Außerdem finde ich es angenehm, wie die Maus über die Oberfläche gleitet. Schön leicht und ohne Ruckler. Ebenfalls mag ich das Design. Kommen wir zu den negativen Punkten. Ich bin mir nicht so sicher, ob das Mauspad lange hält, da die Ränder nicht vernäht wurden. Mit den Ärmeln schleift man über die Kante, ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass sich nach einer gewissen Zeit Abnutzungsspuren bilden. Zusammenfassend kann man also sagen, dass HP mit den Ohm 100 ein echt solides Mauspad entwickelt hat und das für einen akzeptablen Preis. Mit der Abnutzung muss man einfach mal sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Habt noch einen schönen Tag, haut rein, euer Tim. Ciao, ciao!